Guten Morgen, ich bin's wieder, Angie. Ich möchte mit euch heute Pilates machen. Ich habe mir heute für die Pilates-Einheit meinen Ball wieder mitgenommen. Wenn ihr keinen Ball zu Hause zur Verfügung habt, könnt ihr die Übung auch gerne ohne den Ball durchführen, mit mir mitmachen. Kleine Anregung, diesen Ball gibt es für kleines Geld, ich glaube 3 Euro bei Decathlon. Okay. Ich mache die Musik an und dann sind wir wieder fleißig und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit mir. Wir stellen uns hüftbreit auf, gehen leicht in die Kniebeuge, ziehen den Bauch ein, aktivieren unser Powerhouse, ziehen die Schultern nach unten, nehmen die Arme mit dem Ball nach oben und drücken den Ball leicht zusammen. Gehen über die Seite, atmen aus, zur Mitte ein, andere Seite aus. Achtet schön auf eure Haltung, auf euer Powerhouse und auf die Atmung. Bleiben mit dich, nehmen den Ball nach vorne, drücken ihn fest zusammen und gehen tief nach unten, soweit wir können. Atmen dabei aus und richten uns wieder auf. Lass den Bauch eingezogen und zieht die Arme nach hinten. Und wir wiederholen die Übung. Versucht, euren Oberkörper schön dicht an eure Beine ranzuziehen. Und ein letztes Mal. Den Bauch ziehen wir schön ein und wir drehen uns zur Seite, lassen das Becken vorne atmen, aus, zur Mitte ein, andere Seite aus. Schön das Becken bei der Übung vorne lassen. Wir bleiben mit dich, nehmen die Arme zur Seite, habe den Ball in der linken Hand, Schultern lasse ich unten und drehe mich zur Seite, atme aus, zur Mitte ein. Thank you.
zur Seite. Ausatmen, mittig ein. Mittig, nehmen den Ball nach vorne, halten ihn fest, heben das rechte Bein und zeichnen das Unendlich-Zeichen. Die Arme sind schön lang, lasst sie schön gestreckt. Konzentriert euch. Zur Seite. Bleiben in der Bewegung. Schön das Bein dabei anheben. Gar nicht so einfach. Und wir nehmen das Bein nach hinten. Auch hier zeichnen wir das Unendlich-Zeichen. Haben das Powerhouse aktiv. Und wir halten, nehmen die Arme nach oben. Und bewegen das Bein vor und zurück. Und wir setzen ab, gehen in die Kriegerstellung, Powerhouse bleibt aktiv. Und wir kommen vor, schön den Ball dabei zusammendrücken und wieder zurück. Und wenn wir vorne sind, ziehen wir den Ball zum Oberkörper, strecken ihn wieder nach vorne und kommen zurück. Schön den Ball dabei zusammendrücken. Das Powerhouse ist aktiv. Bleiben vorne, nehmen die Arme zur Seite und legen den Ball in die rechte Hand, kommen wieder zurück, andere Seite.
haben ja noch die andere Seite. Einmal bitte kurz ausschütteln. Okay, wir konzentrieren uns wieder. Nehmen den Ball nach vorne. Heben das linke Bein und zeichnen das unendlich Zeichen. Manchmal ganz schön wackelig. Das Powerhouse haben wir aktiv. Schön den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule ziehen. Arme habe ich lang, den Ball drücke ich zusammen. Und wir nehmen das Bein zur Seite. Zeichnen wir das Unendlich-Zeichen. Gar nicht so einfach heute. Mein Gleichgewicht ist heute sehr wackelig. Und wir konzentrieren uns, nehmen den Ball nach oben. Und schwingen vor und zurück. Und wir setzen hinten ab. Gehen in die Kriegerstellung und nehmen vor und wieder zurück und wieder vor und wieder zurück. Keine Angst, das Licht geht automatisch an und aus. Tut mir leid, wenn ich mich nicht so sehr bewege. Denkt, die Lichtanlage hier ist keiner. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Konzentriert euch, wir sind beim Pilates. Nehmen wir den Ball wieder zur Brust und schieben ihn zurück. Arme sind schön lang, ich gehe tief. Bleibe in dieser Position, nehme den Ball zur Seite und lege ihn in die andere Hand.
ausschütteln. Ich nehme den Ball jetzt zwischen meinen Beinen, und zwar zwischen den Knien. Stelle mich dann in dieser Position auf. Den Bauch ziehe ich ein und ich gehe in die Kniebeuge, schiebe mein Becken hinten raus und komme wieder zurück. Wichtig ist es, den Bauch eingezogen zu lassen. Los geht's. Wenn ich unten bin, drehe ich mich zur Seite, komme wieder zur Mitte, andere Seite. Und wir kommen wieder hoch und noch einmal. Nehmen die Hände jetzt zusammen, oh, zur Seite, zur Mitte, andere Seite und lösen und kommen wieder hoch und noch einmal. Auf den Ball. Okay. Die Beine sind gestreckt und wir versuchen, die Beine bei der Übung zusammenzulassen. Umso wackeliger wird das Spiel, das ist aber nicht schlimm. Umso intensiver ist die Übung. Meinen Bauch ziehe ich ein, die Arme nehme ich nach vorne und ich drehe mich zur Seite, atme auf, zur Mitte ein. Denk an euer Powerhouse. Der Bauch bleibt die ganze Zeit drin. Und wir bleiben mittig und gehen vor, atmen aus, zurück wieder ein. Schauen durchs Fenster, wir nehmen die Arme nach oben bei der Übung und gehen vor und wieder zurück. Thank you.
wir lösen. Wir nehmen die Beine zur Seite, wir machen sie auf. Den Bauch habe ich eingezogen, bin ganz schmal. Nehme die Arme wieder nach vorne, versuche auf dem Ball zu bleiben und ich gehe vor und komme wieder zurück. Schultern lasse ich unten. Legen unsere Hände auf unsere Oberarme, auf unsere Schultern. Genau. Nehmen die Arme nicht nach unten, sondern etwas nach oben. Okay. Und wir drehen uns zur Seite. Kommen wieder zur Mitte. Andere Seite. Die Arme und die Ellbogen vorne zusammen haben, gehen wir vor, kommen wieder zurück und öffnen, ziehen die Schulterblätter zusammen, gehen vor und wieder tief. Wir bleiben immer noch in dieser Position, nehmen die Arme nach oben, versuchen den Kopf zwischen den Armen zu lassen und wir gehen nach vorne, atmen auf, zurück wieder ein. Bauch bleibt eingezogen. Ich drehe mich zur Seite mit meinem Oberkörper und gehe vor. Komme wieder zurück, drehe mich zur anderen Seite und gehe vor. Und wieder zur Seite, nach vorne. Thank you.
zusammenkommen vom Ball bitte einmal runter. Nehmen den Ball in die Hand. Sitze wieder schön aufrecht. Ziehe meinen Bauch ein. Habe die Arme oben mit dem Ball, indem ich den Ball wieder schön fest zusammendrücke und wir gehen vor. Wir haben die Beine hüftbreit auseinandergestellt. Meine Arme habe ich unter meinen Schultern aufgestellt. Den Bauch ziehe ich ein. Ich nehme den Ball zwischen den Beinen. Stelle meine Zehenspitzen auf. Den Bauch habe ich eingezogen und ich versuche in der Ausatmungsphase mich aufzurichten. Und ich komme wieder runter. Meine Hacken drücke ich runter und wieder vor. Bauch bleibt angezogen. In die rechte Hand, heben das linke Bein, nehmen den rechten Arm mit den Beinen nach vorne und kreisen. Gestreckt und nehmen Arme und Beine zur Seite. Zurück, machen uns ganz klein, atmen tief ein und aus. Kommen dann wieder in die Ausgangsposition, nehmen den Ball in die linke Hand. Ich nehme mein rechtes Bein heraus, meinen linken Arm und kreise. Thank you.
zur Seite. Mit dem Ball in die Rückenlage. Ich lege mich auf den Rücken und
und lege den Ball unter meinen unteren Rückenbereich. Den Bauch habe ich eingezogen, Schulterblätter liegen flach am Boden. Mein linkes Bein lege ich gestreckt ab, mein rechtes Bein nehme ich gestreckt nach oben und zeichne die stehende Acht. Zeichne die stehende Acht. Und wir lösen, wir stellen das Bein ab, stellen das andere Bein dazu, schütteln die Beine auf. Okay, wir heben unsere Beine im 90-Grad-Winkel. 90 Grad ist gemeint Oberkörper, Oberschenkel, Oberschenkel, Unterschenkel. Okay, wunderbar. Bauch habe ich eingezogen, Schultern liegen flach am Boden und ich nehme meinen Fuß und tippe unten auf den Fußboden. Bitte den Winkel nicht verändern, das heißt, ich muss auch meinen Oberschenkel bewegen. Das gibt einen super Bauch. Fassen Sie und kreisen, lassen den Bauch ganz locker dabei und atmen tief ein und aus. Und wir kreisen in die andere Richtung. Stelle die Beine wieder auf, den Bauch ziehe ich ein, nehme beide Beine nach oben, öffne sie und kreise. Wir kreisen in die andere Richtung. Wir schließen die Beine, strecken sie schön und kreisen in Uhrzeigerrichtung.
stellen die Beine ab, machen uns einmal ganz lang, recken und strecken uns und atmen tief in den Bauch ein und wieder aus. Wir stellen die Beine wieder auf, nehmen den Ball bitte in die Hand. Wir nehmen die Arme über den Kopf, den Bauch ziehe ich ein und wir rollen auf. Und wir rollen natürlich auch wieder ab. Nehmen den Ball zwischen den Beinen. Wunderbar. Und rollen ab. Und auf. Und wieder ab. Seite. Nehmen den Ball unter unsere Hüfte oder Taille, den Bauch ziehe ich ein, das untere Bein nehme ich nach hinten, das obere Bein habe ich gestreckt. Gerne den Kopf stützen, überhaupt kein Problem. Und wir tippen unten auf. Zehenspitze unten auf den Fußboden, gehen leicht nach vorne und gehen wieder zurück. Bauch schön anziehen. Thank you.
Bein winkel ich nach hinten, mein oberes Bein habe ich schön gestreckt, den Bauch ziehe ich ein und ich bewege mein Bein. Umso höher ihr das nehmt, umso anstrengender ist die Übung. Ganz lang, nehmen die Beine im 90-Grad-Winkel mit nach vorne, heben unsere Unterbeine und öffnen und schließen wie eine Muschel. Andere Seite. Beide Füße. Lösen. Kommen noch einmal nach oben. Zum Abschluss in den Vierfüßlerstand, legen uns einmal zurück, kommen in den Vierfüßlerstand, machen den Rücken rund, legen uns nach hinten,
Balken hinten, lassen die Atmung tief fließen, nehmen die Hände und die Arme nach hinten, rollen zusammen wie ein Blatt, sind ganz entspannt. Und kommen langsam nach oben, richten Wirbel für Wirbel auf und sind schon wieder fertig. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.